5 Minutes for Growth, Episode 23, glaube ich zumindest. Und ich habe dieses Bild von der letzten Woche noch einmal stehen lassen, weil ich es um das Wort Prios ergänzt habe. Prios, Prioritäten. Die Prioritäten sind es ja schließlich, die wir setzen wollen im Tagesgeschäft. Und wenn wir einmal so einen Plan haben, oder es ist ja kein Plan, es ist eher eine Landkarte mit verschiedenen Optionen, es ist nichts starr vorgegeben, dann werden die Prioritäten leichter. Und natürlich führt auch mal eine tagesgeschäftliche Priorität ab von der strategischen Priorität. Das kann passieren. Wenn die Betriebsprüfung kommt, dann haben Sie plötzlich andere Prioritäten. Dann können Sie nicht sagen, naja, wissen Sie, ich muss mal meine Vision gerade noch erreichen. Das wird der Betriebsprüfer relativ humorlos zur Kenntnis nehmen und nicht beachten. Also, was ich damit sagen will, ist, verschaffen Sie sich ein Gefüge, eine Landkarte, mit deren Hilfe Sie wirklich erkennen können, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Dann auch diese ganzen Schulungsmaßnahmen, die oft gefordert werden, sind mitunter einfach nur verwirrend, weil sie nicht vernünftig eingeordnet werden können. Schulung macht nur dann Sinn, wenn sie auf die Strategie einzahlt oder die Vision. So, das nochmal ein einminütiger Ausflug dazu. Jetzt kommen wir zu einigen anderen Fragen. Und eine Teilnehmerfrage war beispielsweise, wie viele Benchmark-Zahlen benötigt man denn nun, um zu führen? Die Antwort, gar keine. Sie brauchen keine Benchmark-Zahlen, um zu führen. Das ist auch ein weit verbreiteter Irrtum. Benchmark zeigt ja immer nur, also in der Branche, wie der Beste der Branche gerade ist, und wir wissen alle, wie Zahlen zustande kommen, also Vorsicht mit Benchmarks. Wenn ich einen Benchmark außerhalb der Branche hereinhole, dann ist er möglicherweise nicht vergleichbar. Es ergehen sich einfach zu viele Menschen und Unternehmenslenker und Vorstände, Geschäftsführungsgremien, wie auch immer, in Benchmarkings, die nichts bringen. Vorsicht vor Benchmarking. Apple hatte kein Benchmark, als es um das iPhone ging. Aber es war ganz klar, wohin geführt wurde. Im Übrigen können wir da wieder unsere Freunde bemühen, das Flipchart. Das gilt auch hier. Wenn ich diese Landkarte klar habe, wenn ich klar habe, welchen Rahmen ich strategisch und operativ begehe, dann brauche ich keine Benchmarks. Dann bin ich mein eigener Benchmark. Mit Benchmarks werden wir nie etwas führen. Mit Benchmarks werden wir immer in den Fußstapfen anderer sein. Und wir wissen, wer in den Fußstapfen anderer geht, kann die nicht überholen. Wir eifern immer irgendwelchen Dingen nach, von denen wir meinen, dass sie gut seien, ohne zu definieren, was vielleicht für uns viel besser ist. Es geht nicht, und das ist mein größter Vorwurf an Benchmarks, es geht nicht um theoretisch Gutes, um theoretisch Mögliches. Es geht darum, das Passendste, das Beste, die beste Leistung für das Unternehmen zu finden. Denn eines wird ja gern vergessen. Bei allen Benchmarkings und Topscores und weiß der Kuckuck was, wird vergessen, dass das Unternehmen, das wir gerade betrachten, so etwas vielleicht gar nicht verkraftet. Nicht das theoretisch Mögliche, nicht das Beste, theoretisch Beste ist richtig für ein Unternehmen. Das Beste für ein Unternehmen ist das Passendste, das die Leistung fordert und fördert. Das eigene strategische Rahmenwerk, die eigene strategische Landkarte ist das Entscheidende. Und deswegen ist es auch so, wenn wir gemeinsam Projekte mit unseren Klienten machen, fragen wir immer, verkraftet das Unternehmen das? Und wenn nicht, dann fragen wir uns, was müssen wir tun, um den Inhalt so klar wie möglich zu umreißen, so gut wie möglich zu erzielen, aber es passend zu machen. Nicht das akademisch Genaue, das akademisch Korrekte, das akademisch Beste ist das Beste für ein Unternehmen. Ich bin Informatiker. Und in meiner Ausbildung als Informatiker an der Universität hier in Dortmund und Bochum, da gab es eine Regel, die hieß folgendermaßen: Wenn du die Wahl hast zwischen einer guten, einer sehr guten und einer ausgezeichneten Software, dann nimm die gute, die anderen beiden werden nicht fertig. Und so ist das auch. So ist es auch bei Lösungen, bei Benchmarks, bei theoretisch optimalen Dingen. Theoretisch optimal heißt nicht notwendigerweise für Sie optimal. Theoretisch optimal heißt nicht einmal, dass es tatsächlich optimal ist. Kümmern Sie sich weniger um Benchmarks, denn, und das ist mein letzter Punkt für heute, die sind auch dazu geeignet, dass man sich auf die faule Haut legt. Ja, Sie haben richtig gehört, auf die faule Haut legt. Weil man kann dann ja sagen, naja gut, diesen Benchmark, diesen Top-Notch, diesen ganz oben, da kommen wir sowieso nie hin.
Viel wichtiger ist es und viel, übrigens auch viel anspruchsvoller ist es, sich diese strategische Landkarte zu verpassen. Und das macht Spaß im Übrigen, das macht Freude, so etwas zu erarbeiten. Erst mit der Unternehmensführung, dann zunehmend den Führungskreis auch hinzuzunehmen und Mitarbeiter dazu einzubinden. Spätestens hier unten müssen ja Mitarbeiter eingebunden werden in diesen Projektebenen, damit das Ganze auch wuppt. Das macht richtig Freude, ist viel mehr Arbeit, als nur sich irgendwelche stumpfen Benchmarks reinzuholen und nach denen vermeintlich richtig zu führen. Sie wissen, wie es ist. Es ist Ihr Unternehmen, Sie machen, was Sie wollen, aber Sie haben mich gefragt. Hier ist meine Meinung. Das war's für heute. 5 Minutes for Growth. Wir sehen uns nächste Woche.